Moin und herzlich willkommen zu einem neuen weiteren Set aus der Klemmbausteine-Welt. Heute haben wir einen Karton, so sieht er aus, nichts Großartiges hier, von ModBricks mit der Nummer 182690065. Ah, oder vielleicht doch die Nummer 105839 oder doch die Materialnummer 9065. Ich weiß nicht. Also viele, viele Nummern für einen Karton. Das Set hat laut dem Aufkleber 322 Teile. Genau, nennt sich Speedkamera Marathon inklusive Po. Das heißt Polizeiwagen ModBricks. Ja, so sieht er aus. Nichts großartig Wildes. Ich habe nochmal versucht danach zu googeln oder auf der ModBricks-Seite nochmal den Preis alles rauszusuchen. Ein paar Daten nochmal eben schnell. Habe leider nichts mehr gefunden. Ich glaube, das Set wurde vom Markt genommen. Also ich habe nichts mehr gefunden. Bei Google nur noch gefunden, dass das Set 19,95 Euro, glaube ich, gekostet hat. Das habe ich eben noch entdecken können. Aber sonst, ich glaube, man kann es nicht mehr bestellen bei ModBricks oder auch nicht bei BlueBricks. Ja, leider nein. Hier haben wir die Aufbauanleitung. Die haben wir mit dem Handy einscannen oder mit ähnlichen Geräten, die das können. Den QR-Code und dann haben wir halt die Anleitung digital. Der Umwelt zuliebe ist das ist natürlich super zum Bauen, manchmal nicht ganz so toll, wenn man doch lieber einen Zettel nehmen oder ein Heft nehmen will zum Bauen. Ja, mir ist es eigentlich egal, ich nutze beides. So, wollen wir doch einmal das Fahrzeug messen, bevor wir jetzt ein paar Sachen drauf eingehen. So, das Set hat das Polizeifahrzeug hat ungefähr eine Länge von 14,2 cm und eine Breite ungefähr von 6 cm und eine Höhe ohne die Polizisten und ohne dem Schild oben haben wir eine Höhe von 7,1 cm. Ja, so sieht der Flitzer aus, der Polizeiwagen. Hier sind nur kleine Türen, kann man auf und zu machen natürlich, die kennt man ja, die sind ja schon uralt. Hier hinten kann man nichts aufmachen, das Dach, ich weiß gar nicht, kann man das aufmachen? Ja, kann man aufmachen. Dann haben wir da ein paar Sitze drin, also so, 6 Sitze, 2, 4, 6, plus sind noch ein bisschen Tüllü-Kram da, kann man noch was reinpacken, keine Ahnung, Feuerlöscher oder ähnliches. Ein Fahrzeug, was 6 Noppen breit ist, mit so zwei Sitzen nebeneinander, ist sportlich, weil wenn ich mir überlege, dass die Figuren gar nicht nebeneinander passen, also ich kann keine zwei Figuren nebeneinander packen. Ich kann die vielleicht in die Mitte setzen, dann habe ich 1, 2, 3 Sitzplätze, aber es passt ja niemals eine Person und noch eine Person rein. Das funktioniert ja einfach ja nicht, weil die Minifiguren, egal von welchem Hersteller, haben ja auch Arme und dann passt das einfach nicht. Also nicht durchdacht. Also entweder hätte man das Fahrzeug auf 8 Noppen Breite bauen müssen, oder die Sitze versetzt einbauen müssen, ich weiß nicht. Eine andere Lösung wäre schöner gewesen. Zu dem Thema Klemmbausteine, Figuren. Genau, so sieht die Figur aus, die hier bei ist. Ja, man kann sie hinsetzen, geht ein bisschen nach hinten. Genau, Arme kann man ganz normal bewegen. Und den Kopf, glaube ich, auch. So sieht der Kopf aus. Zack. Guck, ein bisschen grimmig, der Liebe. Sein Pistolen immer hat. Okay. Und von denen der kann sich gar nicht dahinsetzen, weil der hat gar keine Noppen an seinem Hinterteil. Also der geht hier gar nicht. Also der hält da gar nicht. Ja, hier haben wir Aufkleber drauf, Polizei. Da waren auch nur deutsche Aufkleber bei. Da war noch ein Ersatzaufkleber-Set dabei. Kennzeichen gibt es auch nicht. Gibt es ja normalerweise bei anderen Klemmbausteinen-Sets ja auch, dass man einen Aufkleber kleben kann mit dem jeweiligen Kennzeichen. Aber egal. So, machen wir wieder das Dach drauf. Laut der Anleitung habe ich den Aufkleber falsch draufgeklebt. Weil nach Anleitung steht der Aufkleber auf dem Kopf. Hat für mich aber jetzt keinen Sinn ergeben, weil warum soll der Aufkleber auf dem Kopf stehen, das Stauschild? Es muss ja so, wenn ich das hochfahre, das Schild, Achtung Stau, dann muss ich das ja lesen können. Wenn das auf dem Kopf steht, macht es in meinen Augen wenig Sinn. Außer ihr sagt, nee, das hat schon Sinn, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare, dann
Versuche ich das zu verstehen. So, dann haben wir den berühmten kleinen Radarkasten oder den Blitzeranhänger bekannterweise. Hier wäre auch schön diesen Kennzeichen. Ja. Der passt bestimmt gut an die Klemmbausteine der Stadt, also egal wo. Man kennt den ja und ja. Man hätte ihn noch einen Ticken länger bauen können, finde ich. Aber hier vorne fehlt ja theoretisch ja noch die Anhängerkupplung oder halt die, nicht die Anhängerkupplung, sondern was zu Anhängerkupplung geht, das fehlt hier vorne ja. So dass halt Stützratten, so was eigentlich ja verkleidet ist, auch, auch im echten, aber das hätte man irgendwie noch ein bisschen verlängern können, so optisch halt. Genau, wenn man ganz genau hinsieht, sind die auch verschiedene Farben, obwohl es ein Farbton sein soll, dieses Dark Gray. Aber man sieht es hier, es sind unterschiedliche Farben. Was sehr schade ist. Genau. Sonst witzige Sache. Dann haben wir hier noch so ein Dreibein. So sieht er aus. Oh, witzig gemacht. Eigentlich so diese Antennen. Kann man einfach hinstellen. Da. So, kurze Maße noch zu dem Blitzeranhänger. Genau, der ist auch aufgebaut auf 6 Noppen. Aber mit der Rasenfläche darunter sind wir auf 8 Noppen. Dann haben wir gute 6,4 cm breit. In der Höhe mit dem Rasenstück sind wir bei 5,5 cm. Und in die andere Breite sind wir auch bei knapp 6,4 cm. Wie gesagt, es gibt nicht viel dazu erzählen. Es sind ja immer nur 322 Teile. Und wenn ich dann noch den Link finde zu Modbricks oder Bluebricks mit dem Auto, dann verlinke ich das gerne unten in die Kommentare. Wenn nicht, sonst einfach mal gucken bei Kleinanzeigen, ob man das nochmal kriegen kann, das Fahrzeug mit dem Blitzanhänger. Weil der Blitzanhänger, den finde ich schon witzig. Das Auto ist jetzt nicht so toll, aber der Anhänger ist eigentlich ganz witzig gemacht. Sehr schön. Falls ihr da Fragen habt oder Anregungen zu dem Set, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich versuche die Fragen zu beantworten. Und lasst gerne einen Daumen hoch da, wenn euch das Video gefallen hat. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, abonniert ihn gerne. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis bald. Ciao.